Pirli Alpha an alle Teams. Wir haben soeben Informationen erhalten, dass Walker in der Indie Hall festgehalten wird. Großartig. Wir gehen also einfach los und holen uns einen, Rico. So einfach ist das nicht. Der Ort ist komplett abgeriegelt. Man bräuchte einen Panzer, um dort reinzukommen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Homefront. Ja, man mag es gar nicht glauben, aber ich spiele wieder Homefront. Ja, die letzte Aufnahmesession ist, glaube ich, 3-4 Wochen. Und ich muss sagen, ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe jetzt, ja, längere Aufnahmepause gehabt. Ich hoffe, ich kann es noch. Ich habe auch gar keine... Bleib stark, Junge! Ja, ich habe gar keinen Plan mehr, wo wir hin müssen, wo wir waren und wie überhaupt die Technik ist vom Spiel. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Ich hoffe, ich werde nicht... Ich glaube, wir waren in der Nähe von dieser Monorail, ne? Oder kann das sein? Also wie gesagt, ist schon echt lange her. Und ich muss selber erstmal wieder reinkommen. Selber erstmal wieder reinkommen ins Spiel, um erstmal zu gucken, ob ich überhaupt klarkomme. Und oh mein Gott, ich kann mich ja vor Videoaufnahmen gar nicht mehr retten momentan. Es ist ja... Aha, hacke die Sicherheits... Ach ja, stimmt, das war das. Ja, yo. Und, genau, wir müssen ja diese Scans hacken. Stimmt. Wie war nochmal... Nein, ja, schon besser, aber ich suche gerade... Ah, okay. Ich habe verzweifelt die Taschenlampe gesucht, weil sie doch sehr dunkel ist. Wie komme ich hier runter? Gab's... Ah, hier glaube ich noch. Ja. Und was wollte ich gesagt haben? Achso, ja, ich kann mich ja kaum vor Aufnahme retten. Wir haben ja in der Let's Play Live Show... Alter, wir haben so viele Spiele angespielt. Und jetzt kommt auf YouTube, ich glaube, wenn die Folge raus ist, glaube ich, dann... Hä? Was ist das denn? Ich glaube, das ist ein Soundbug, oder? Kann das sein? Ich glaube, das war gerade ein Soundbug. Wir haben jetzt Beyond Two Souls angefangen. Wenn das Video rauskommt, ist, glaube ich, auch Beyond Two Souls schon angelaufen. Und, ja, und ein Wimmelbild. Man mag es nicht glauben, aber ein Wimmelbild. Ja, gibt's für die PS... Ich hab gehört, dass du ganz allein einen Stützpunkt zerstört hast. Ja, für die PS4 ist raus ein Wimmelbild. Ich habe lange drauf gehofft, dass eins kommt und endlich ist eins raus. Und ja, ich mache davon ein Live-Let's Play. Ihr seht's ja wahrscheinlich schon. So. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir mal hier so ein bisschen die Alter haben. Wie geil das immer noch aussieht. Das ist unglaublich. Ja, da gucken wir mal. Der Holloway-Einkaufsbezirk war einst das beliebteste Einkaufszentrum in der Umgebung. Jetzt ist es ein Stützpunkt der KVA. Ja. Der Standort ist von hohem strategischem Wert und würde sich ausgezeichnet für eine Kommandozentrale des Widerstands eignen. Ja, ich glaube... Ich schau mal eben aufs Handy auf die Karte. Wir haben ja gesagt, wir klären ja die ganzen Gebiete, ne, haben wir ja vor. Und, hier Einkaufsbezirk wäre zum Beispiel auch ganz geil. Das ist hier links. Das wäre hier, aber ich glaube, da kommen wir noch nicht rein. Und wir haben übrigens jetzt auch das Hacking-Tool. Ich freue mich. Oh, guck mal, da oben. Da sitzt jemand. Na. Das ist mir, glaube ich, zu weit weg und zu viel Stress. Fuck KPA. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Oder sollen wir das mal... Ich schaue nochmal eben auf die Karte, ob das... War das jetzt hier gewesen mit dem... Nee, das Gebiet haben wir doch, oder? Hä? Oder zählt das dazu? Ich schau mal, vielleicht kommen wir ja da rein. Wir machen das mal. Habe ich denn noch meine... Ah, ich habe noch meine schallgedämpfte Pistole. Wie kommen wir denn hier rein? Ich schau mal, hier vielleicht... Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hier liegt noch ein alter Rasenmäher. Ich glaube, mit Rasen ist hier nicht so viel. Was? Mit L3 Spähen, okay. So, dann infiltrieren wir mal die Basis. Vielleicht können wir es ja schaffen, die einzunehmen. Also drin sind wir schon mal. Da ist jemand.
Kann ich den... Oh, daneben ist auch noch jemand gewesen, glaube ich, oder? Kann das sein? Erstmal weglooten. Da ist noch jemand. Warte mal. Kriege ich den vielleicht von hier aus? Dreh dich nicht um. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Jawohl. Wo kommt der auf einmal her? Den habe ich gar nicht bemerkt. Bin ich an dem gerade vorbeigelaufen? Eiskalt? Oh, der zappelt noch. Voll der Zappel, Philipp. So, Buch. Okay. Da gucken wir mal. Ich will ja hier wieder unbemerkt bleiben. Im Übrigen, mittlerweile die Fliege, die ich im Live-Let's Play hatte, ist mittlerweile schon Vergangenheit. Wir müssen auf jeden Fall nach oben, so wie das aussieht. Wahrscheinlich da oben raus. Da ist jemand. Guck mal an. Da oben läuft auch jemand. Noch sind wir unbemerkt. Was ein gutes Zeichen ist. Noch. Ich möchte es nur mal anmerken. Noch. Versuch mal so gut es geht hier unentdeckt zu bleiben. Nicht, dass der uns sieht da oben. Der läuft doch jetzt genau in die Richtung, wo wir hin müssen, ne? Verdammt. Ich hoffe, hier oben ist keiner. So, noch geht's. Naja, wenn die Action ausbricht, dann bricht halt die Action aus. Ist ja egal, ist ja... So, da gucken wir mal. Schaffen wir es? Ich möchte nur... Ich möchte nur... Da hinten läuft auch jemand. Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, deswegen würde ich gerne... Da scheint auch jemand zu sein, deswegen möchte ich gerne... Alter. Mist, die haben Alarm geschlagen. Warum auch immer. Aber die haben uns noch nicht bemerkt. Ist zwar aufgefallen, dass er umgefallen ist, aber... Alle roten Zonen sind sperrig. Zivilisten ist der Zutritt. Warum ich hier drüber nicht spähen kann, weiß ich auch nicht. Habe ich keine Ahnung, warum... Das so eine gute Idee ist, jetzt hier raufzugehen, wo die Leiche gefunden haben. Das war, Alter, das war keine gute Idee. Da ist doch der Scharfschütze. So, der ist weg. Der ist auch weg. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Natürlich, er kann durch Wände schießen, oder wie? Ah, da hinten. Okay, der ist noch nicht down, glaube ich. Jetzt aber. So. Kann ich jetzt hier das Pult hacken? Geht da. Ich versuche mal das Pult zu hacken. Komm, 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 wir schaffen, alle schaffen, wir schaffen hier. Jawohl. Yeah. Holloway Einkaufsbezirk. Aber dieser Ort ist immer noch von großem strategischen Nutzen für den Widerstand. Gute Arbeit. Ja, sehr schön. Das lobe ich mir. So, lief doch ganz cremig.
So, dann gucken wir mal. Da können wir direkt die nächste Basis mal einnehmen. Wir haben schon. Ich bin Philly Alpha. An alle Teams, hör zu. Walkers Entführung für uns alle ein großer Schlag ist. Aber wir müssen ihn zurückholen. Und wir haben auch schon einen Plan. Wir werden einen Goliath stehlen und uns mit ihm unseren Weg in die Indie Hall freisprengen. Ach ja, genau, das war das, ja. Und wie zum Teufel sollen wir an den Goliath rankommen? Wir arbeiten noch an den Details, aber einen anderen Plan haben wir im Moment nicht. Genau, das war das, ja. Wollten Goliath stehlen, stimmt. So, hier vorne war auch noch eine Base. Also wir machen jetzt erstmal die ganzen Basen wieder, damit wir die haben. Wir sind sogar... Huch. Was ist denn da los für eine Action? Boah Gott, das Aiming. Gott. Oh, was für eine Action hier schon wieder ist. Ist ja unfassbar. In diesem Parkhaus haben wir sicher eine illegale Autowerkstatt betrieben. Die KVA hat die Autowerkstatt. Wenn es dir gelingt, das Parkhaus zu sichern, können wir sie wieder in Betrieb nehmen. Das Parkhaus kann ich mit Sicherheit... Das kann ich mit Sicherheit einnehmen. Das wird ja wahrscheinlich nicht so schwer sein, ne, oder? Das kann ich bestimmt einnehmen. So schwer ist das bestimmt nicht, oder? Schauen wir doch mal. Ah ja, wir brauchen hier ein Motorrad. Und wir müssen weiter nach oben. Okay. Wir benötigen ein Moped. Ein Auto würde ich mir hier noch wünschen, bin ich ganz ehrlich. Das wäre auch noch sehr geil. Hui. So, ich hatte gerade... Irgendwo habe ich gerade ein Moped gesehen gehabt. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Da war gerade eine Drohne. War nicht hier irgendwo ein Motorrad am Stehen gerade? In der Basis oder so? Ich renne nochmal eben rüber. Ja, hier steht eins. Juppie. Und wie komme ich da vor allen Dingen rein? Weil da eine Tor ist ja zu. So. Ja, schön. Da komme ich doch niemals runter. Wie soll ich denn... Aha. Wie soll ich denn... Boah, ist das hell. Steig ab, Alter. Wie komme ich denn in die obere Etage? Ich schau mal, also mit dem Motorrad zumindest. Ist da irgendwie eine Möglichkeit, da rein zu jumpen? Hier kann man auch von außen irgendwie rüberklettern. Aber man muss ja irgendwie das Motorrad oben reinkriegen in die mittlere Etage, weil wir brauchen das ja da, um das anscheinend das Rolltor irgendwie aufzumachen. Ich frage mich, wir haben ja ein Problem. Die Norks haben ja eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden kann. Schon wieder die Duster? Alter! Alter, er schon wieder. Gibt's doch gar nicht. Mit seiner Kackflinte da. So. Komm mal da. So, dann probieren wir das mal aus. Ich weiß jetzt schon, dass das definitiv schief gehen wird. Juppie! Das wird so schief gehen. Hui! Oh Gott. Oh Gott. Das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen! Sowas von! Hui! Alter. Gottes Willen. Wo waren das nochmal jetzt gewesen? Oh, wir... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sollten uns mal... Wie war denn nochmal heilen? Ah, so, okay. Boah, ich muss hier unbedingt aufpassen hier mit dem Heilen und so. Ach, guck mal, hier war das. Yeah. Hallo? Steigst du mal ab?
So, jetzt haben wir Strom gemacht und haben jetzt das Rolltor geöffnet. Mal gucken, wo es jetzt hingeht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich außenrum über die Barrikaden klettern, also ich vermute mal. Das sah nämlich so demnach... Ja, das war so klar. Und ich habe doch so Höhenangst. Forever alone. Nein. So, einmal. Und zweimal. Hier drüben ist noch so ein Scanner, den wir... Ich glaube, den haben wir schon. Ich glaube, den haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gemacht. So. Oh, die Monorail. Wie... Ach so, geht das auch. Okay. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, wie soll ich das jetzt... Wie soll ich da drankommen mit dem Bolzenschneider? Aber gut. Illegale Autowerkstatt.